Ja, hallo ihr Lieben, das ist dann schon mein Paartherapeut, Beziehungscoach. Das ist mein Videoblog rund um die Themen der Beziehung und Liebe. Meine Kurse findest du auf liebeschipp.de, wenn du ja neu bist bei mir. Abonniere natürlich gerne meinen Kanal und so weiter. Und wir haben mal wieder das schöne Thema. Ja, ich habe mich von einem Bindungsvermeider getrennt. Haben wir vielleicht doch noch eine Chance? So, und zwar das Thema, der hat mir glaube ich schon mal geschrieben. Ja, mit so der typischen Beziehung mit Kritik und hin und her und Inkonsistenzen und noch auf Tinder angemeldet und ich weiß nicht was. Und dann gab es eine Trennung. Und dann gab es halt noch so ein letztes Gespräch und da steigen wir mal ein. Bei unserem letzten Gespräch schlackerten mir die Ohren, weil ich Mühe hatte, die ganzen Vorwürfe durchzusteigen. Ein, zwei waren berechtigt und typisches Pluspol-Verhalten von mir. Zum Beispiel, dass ich seine schlechten Launen auf mich bezogen habe oder Situationen zu stark ausdiskutieren wollte. Ja, also dieses Oversharing, ne? Die Rückmeldung hat mir auch weitergeholfen. Andere Kritik war irgendwie so abwerten und teilweise war er so arrogant hinter seiner kühlen Fassade, dass ich echt erschrocken war. Wenn euch übrigens auch für dieses, nennen wir es mal, toxische Pluspol-Verhalten interessiert, das wäre so in meinem Pro-Kurs drin, liebische Pro. Es ist schon faszinierend, wie sich Bindungsvermeider dann alles schönreden oder umdrehen und plötzlich so erkalten können. Ja, das ist eine Sache, die ich auch immer wieder komplett faszinierend finde. Das muss wirklich da viele Menschen geben, die, weiß nicht, eigentlich, so würde man es von außen sagen, so eine Täterrolle sind und dann sich selber aber komplett als Opfer sehen und ja, und also Sachen sich so absurd, auf die wirklich absurdeste Art schönreden, obwohl man hier Fakt 1, Fakt 2, Fakt 3 präsentiert und dann, nein, das ist nicht, man sagt hier blaue Farbe, guck mal blau, hier rote Farbe, guck mal rot, nein, das ist nicht blau, nein, das ist nicht rot, so. Ja, ist wie es ist, ne, das ist, was soll man dazu sagen, vielleicht auch Gründe, warum sie so geworden sind, ich weiß nicht. Zum Thema, als er sich nicht aus Tinder ausgetragen hat, sagte er, dass ich ihm nicht genügend vertrauen würde und man dies nicht nach 3 Wochen zusammen sein verlangen darf und so weiter. Dinge, wo ich einfach nur mit dem Kopf schütteln kann. Deswegen ist es so wichtig, immer alles nachzufragen, wenn man jemanden nicht so gut kennt. Ja, aber ich habe da auch schon die absurdesten Sachen gehört. Ja, ich wusste nicht, wie man sich abmeldet. Ich habe mich abgemeldet, hat nicht geklappt und naja. Ich hatte dem Gespräch Mühe, vielem zu folgen, aber ich habe konsequent meine Argumente vorgebracht und meine Standards verteidigt. Zum Beispiel, dass man eben entweder eine Beziehung angeht, daran glaubt und sein Bestes gibt oder eben nicht, aber kein Wischiwaschi. Er wollte dann am Ende mit mir befreundet sein. Wow. Ja, der will bestimmt mit dir befreundet sein. Ganz bestimmt. Und kein Sex haben, garantiert. Aber ich lehne das konsequent ab. Ich quäle mich nicht selbst. Das hat ihn schockiert, dass ich darauf nicht eingegangen bin. Ja, du hast scheinbar, jetzt Mann, das würde ich sagen, noch deine Eier gefunden, aber ja, deine, naja, verstehst schon, was ich meine, ne? Finde ich super. Offensichtlich kennt er das von dir nicht. Und auch den Kontakt abbrechen will. Es ist einfach Selbstschutz. Im Nachhinein entschuldigt er sich nun für so viel und hat scheinbar angefangen, wieder an sich zu arbeiten und nachzudenken. Liest Bücher. In welcher Zeit denn jetzt? Er hat reflektiert, dass er mich absichtlich manchmal wehgetan hat, um mich wegzustoßen. Dass eben selbst 2 Tage in der Woche miteinander zu verbringen schon so eng war. Dass er Kritik einsetzt, um Menschen fair zu halten. Dass er uns sabotiert hat. Ich sitze nun vor diesen WhatsApp-Nachrichten und bin echt traurig. Es nützt mir nun auch nichts mehr, ich wollte ja mit ihm zusammen sein und nicht wieder an so jemanden geraten. Scheinbar bin ich mit meiner Arbeit immer noch nicht weit genug. Ja, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt die Kurse schon gemacht hast. Also ja, nutz das, was da ist. Und ja, es geht nicht so schnell. Ne? Es dauert einfach. Er wolle jetzt erstmal alleine bleiben. Warum schreibt er dir dann diese WhatsApp-Nachrichten? Ne? Will er dich vielleicht nur warm halten und gleichzeitig sein Ding machen? Ich weiß es nicht. Aber es ist wieder, leider wieder
inkonsistentes Verhalten. Also gleichzeitig sagen, es tut mir total leid und ich habe unsere Beziehung sabotiert, aber ich will jetzt allein bleiben. Das ist wieder das Gleiche. Und herausfinden, warum ihnen eigentlich niemand genug ist. Ja, das braucht er ja nicht mit dir herausfinden. Wo man mit sich selbst so kritisch umgeht und andere so wegstößt. Mit seiner Ex, also es kommt man nicht wieder in diesen Helfermodus, also du kannst ihm da nicht helfen, echt. Und seiner Ex-Freundin habe er wohl Schluss gemacht an dem Tag, als er sagte, dass er sie liebt. Ja, gut, das hört sich jetzt schlimm an, aber ehrlich gesagt, bei jemand, der so kommuniziert, würde ich jetzt erstmal nicht so viel drauf geben auf so Geschichten, wie das mit Ex-Freundin war. Ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, keine Ahnung. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Wahrscheinlich bin ich noch gut weggekommen. Ich habe rechtzeitig meine Standards verteidigt. Aber nun kommt typischerweise dieser Liebeskummer und das innere Schattenkind heraus, was mir stets einreden will, dass ich etwas falsch gemacht habe. Ja, das kennen, glaube ich, alle, die diese Arbeit machen, weil man ja eben dein Schattenkind immer gedacht hat, das ist nicht gut genug, genau. Und ja, aber guck auf die Fakten. Also Fakten, Fakten, Fakten. Du musst auch dein inneres Kind muss auch die Fakten anerkennen, so, ne? Und ich einfach nicht gut genug war und verlassen wurde. Ja, diesen Gedanken würde ich einfach aussteigen, würde ich sagen, den denke ich jetzt nicht mehr. Was hättest du denn da machen sollen? Also, und nur weil du vielleicht ein bisschen weniger Pluspolverhalten gezeigt hättest, wäre das jetzt nicht anders verlaufen. Ja. So, es macht den Eindruck, kann sich mit Einsichten, ich sehe keine Einsicht, Einsichten beiderseits so viel ändern, dass es irgendwann nicht mehr anstrengend ist. Ja, das denken sich immer alle, aber wo soll denn jetzt die plötzliche Einsicht herkommen? Du führst ja nicht zum ersten Mal in so einem Gespräch, du bist nur zum ersten Mal konsequent. Aber du kannst gerne noch 3 Runden drehen. Also ich kenne diesen Menschen, ich weiß es nicht, ne? Aber ich sag mal so, in aller Regel ist das dann dieses, ja, jemand, die da mit schönen Worten wieder zurückholen können, damit man ihn genauso behandeln kann wie vorher. Das ist in aller Regel. Also, außerdem will er auch gar nicht mit dir zusammen sein, also musst du gar keine Gedanken machen. Kann so eine Beziehung überhaupt noch funktionieren? Ja, ich wüsste nicht wo, ihr seid nicht kompatibel und da denkst du jetzt nicht, dass er sich da mal eben so ändert komplett. Aber ich meine, aber es ist, wenn du das, ich meine, also er will auch gar nicht mit dir zusammen sein, also wo ist die Frage jetzt, ne? Aber wenn du meinst, du musst unbedingt noch, also ich kann da niemanden von abhalten, wenn man noch eine Runde drehen will und noch eine Runde drehen will und sich eben noch nicht so ganz sicher ist, aber man, das ist immer diese Sache, sage ich ja immer wieder, mit der Blume und den Blumensamen, also wenn du Blumen kaufst, dann gehst du ja auch in den Geschäft und sagst, ja, gib mir mal eine Runde Blumensamen hier und die stecke ich erstmal in die Erde und dann gucken wir erstmal und also es kann ja trotzdem ein feiner Mensch sein, ich will ja auch gar keinen niemand hier bewerten, aber es ist ja für dich der Richtige. So, ne? Also ist das für dich das Richtige mit deinem Retter-Thema, jemanden zu daten, den du erst, der sich erst verändern muss, damit er für dich auch gut genug ist, so, ne? Weil du kannst ihn ja auch nicht nehmen, wie er ist, ne? Oder wäre es nicht besser, jemanden zu finden, der gleich passt zu dir, ne? So, ich bin nämlich stolz auf mich, dass ich diesmal nicht meine Standards untergraben habe, nur um mit ihm zusammen zu sein. Ist ja schon mal ein Fortschritt. Absolut. Also, das hast du wirklich richtig gemacht und ich weiß jetzt nicht, wie lange die Beziehung ist, aber offensichtlich nicht lang und das ist aus meiner Sicht Fortschritt, dass man das jetzt nicht jahrelang durchzieht. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.